den Idioten da. So ein korruptes scheiß Mexiko, ja. So viele Hunden haben wir geholfen. Guten Morgen. Da ist übrigens der Vulkan. Da wollten wir ja irgendwie hin. Da kann man es ein bisschen sehen. Das, was ich eigentlich hier sehen wollte. Und zwar in Schlani. Da irgendwo. Da kommt eine Aschewolke raus. Wollte ich eigentlich ein bisschen dichter sehen, aber war ja gestern nichts. Ach, durch den Regen ist natürlich hier die Fahrbahn gestern sowieso schon ein bisschen feucht war. Natürlich anständig. Oh Gott, das ist eine Mutterscheiße. Oh, das wird ja ein Spaß. Lauter Hühner. Hühner und Hähne. Los geht es. Wir fahren jetzt da vorne runter. Das wird ein Spaß werden. So, warte mal, der Hund ist draußen hier. Ja, da ist er. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da runterkommen und dass wir die Rechtskurve schaffen. So, vom Vulkan sieht man leider nichts heute. Ach, zum Kotzen, ey. Außer man sieht ein bisschen die Aschewolke da mal rauskommen, aber das ist auch alles. Leider zu weit weg, so unscheinbar. Nicht spektakulär genug für mich. So. Gut, jetzt probieren wir mal hier runter. Ja, ich meine. Möchtest du das aufnehmen? Nee, ich möchte nicht aufnehmen, ich möchte mal gehen. Ja, aber hier fallen wir wenigstens nicht zur Seite. So. Mama stützt sich schon mal ab, damit sie jetzt nicht nach vorne aus der Scheibe fällt. Mann, da sag mal, das war ja nichts. Wurde schon schlimmere Sachen gehabt. Kommt da einer? Ja, das wollte ich wissen. Kommt rechts einer. So, kann man den Stein vorbei, den ich weggeräumt habe, gerade so, wa? So, gut, also das war ja doch irgendwie viel eleganter, wie ich dachte. Ja, das wird eine anständige Mutterfahrt. So, also wir haben uns entschieden, wir werden nicht mehr irgendwie den Vulkan versuchen zu finden, sondern wir fahren jetzt nach Mexiko. Und lieber Koschi, das Rätsel wird endlich gelöst. Ja, seht es selbst. Sind die aus Antigua wieder. Also aus der Stadt. Die Franzosen. Ja, verrückt, wie man hier alles wieder sieht. Wir tanken jetzt jedenfalls mal schnell und da hinten ist auch ein Wasserhahn. Und da können wir uns jetzt unsere Tanks noch vollhauen. Ich bin bereit. Fotoshooting. Alter, ist es warm. So, wir haben wieder Tanks gefüllt. Also wieder Sprittanks und die Wassertanks sind auch jetzt brechend voll. Und noch eine extra Kanone. Und jetzt fahren wir zur Goldenen Möwe. Oh, man merkt schon, dass er schwerer ist jetzt eine Tonne. Und dann gucken wir mal, ob wir heute noch nach Mexiko fahren oder vielleicht morgen. Ich weiß nicht, ich kann noch nicht so richtig rausgekriegt, wann der beste Tag ist.
fast 16 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir heute noch Lust haben, über die Grenze zu fahren. Wir suchen uns jetzt einen Platz in der Nähe und dann müssen wir mal recherchieren. Ob das Sinn macht, da am Wochenende rüber zu fahren, überhaupt auf den Sonntag. Irgendwo, ich mal dir lese, irgendjemand musste 2 Tage warten wegen irgendwas. Ja. So, wir sind noch mal kurz abgebogen, weil wir noch mal Wusel brauchten. Guck mal hier rechts. Gibt es garantiert irgendwo so was. Ich finde aber keinen Parkplatz. Aber der Laden, der sah vielversprechend aus. Wir brauchen nämlich noch für die Madame unbedingt ein T-Shirt von Guatemala. Also wenn wir schon nicht von jeder Stadt irgendwas haben, dann aber wenigstens von dem Land. Was sind alle so eine Märkte-Dinger hier? So, also wir haben uns gerade entschieden, was heißt gerade, wir haben uns vorhin entschieden, wir fahren doch eher morgen früh, weil wir bleiben lieber hier vor der Grenze stehen, als in Mexiko hinter der Grenze über Nacht. Und jetzt suchen wir mal ganz schnell, ob wir noch ein T-Shirt für die Mama finden hier. So. Guten Morgen. Also wir haben ja auch bloß übernachtet, weil hier Duschen waren, aber... Ah, war schon schön, die Duschen. Aber ich war vor 10 Minuten und ich schwitze schon wieder wie ein Schwein. Meine Fresse. Also wir sind hier irgendwie jetzt bloß noch 2 Kilometer weg von der Grenze. Also eigentlich bloß noch hier durch die Stadt durch. Und hoffen, dass wir da jetzt rüberkommen mit der Lani. Weil hier muss man theoretisch irgendwie eine Woche vorher zum Tierarzt fahren. Und irgendwas beantragen und so weiter, um da nach Mexiko rüberzukommen. Aber da steht auch so ein bisschen schwammig drin. Wenn man das nicht hat, reicht auch das, was im Impfpass steht. Wenn man ihn hat, einen amtlich beglaubigten, was wir eigentlich haben. Ja, also wir hoffen mal, dass wir rüberkommen mit unseren Papieren und dann kein großes Faxen gibt. Gut. Und dann suchen wir uns einen Strandplatz. Plätzchen am See oder so. Mal gucken. Gut, also hätte ich groß jetzt hier. Das war übrigens mega laut die Nacht. Weil irgendwie neben uns genau links und rechts zwei Reisebusse standen, die irgendwie so immer schön im Wechsel ihre Motoren haben laufen lassen. Und das nicht nur laut ohne Ende war, sondern auch gestunken hat. Und... Ach, Scheiße, das kriegt den Jungen nicht mehr drin. Ach, jetzt ist er mir im Automatik links rückwärts geholt. Gut, ging. Glück gehabt. Kann man auch mal Pech haben mit der Automatik. Gut, geht los jetzt, fahren wir wirklich. Wir gucken mal, ob wir da ankommen bei der Grenze. Ich versuche wieder unauffällig ein Video zu machen. Ach so, heute ist übrigens Sonntag, was die Sache erschweren könnte oder auch erleichtern. Wir werden sehen. Pfingsten ist heute? Na gut, werden wir sehen. So, da oben ist eine Anzeige, wie lange es rot bleibt. Eine Minute ungefähr. Ja, jetzt fahren wir hier vorne rechts rum, dann die Nebenstraße, weil das da ist eine Einbahnstraße. Ja. Hier ist jetzt hier der Platz. Wegen was? So, jetzt haben uns 2 Moped-Cops angehalten hier. So, also die versuchen jetzt hier gerade irgendwie unsere Papiere zu deuten. Jetzt schreibt er sich ein bisschen was auf. Im internationalen Fahrzeugschein können sie ja nicht anfangen, allerdings kann kaum irgendwie einer. Der sieht so aus. Ich muss mal ein bisschen aufpassen hier, dass die nicht irgendwelche Sachen hier einbehalten, nämlich. Oh, ziemlich viele Polizisten hier auf jeden Haufen. Ach, Mann. Kann keiner sauber mit anfangen mit euren internationalen Scheiß von Deutschland. Ja, aber so sieht er ja auf der ganzen Welt angeblich aus. Naja, aber kann doch jedes Mal was dran kommen, siehst du doch.
aber gut, wenn sie nicht. Also das ist jetzt, gucken sie gerade nach der Fahrerlaubnis, aber die ist ohne. What? Ja, weil selbst der Tag nicht verstehen. Jetzt kommen die Papers. Hm? Also die fotografieren gerade alle noch die ganzen Papiere. Wofür wir sie allerdings auch nicht, weil im besten Fall sind wir hier eigentlich in einer Frühstunde aus dem Land. Ja, aber eins fehlt noch. Der Führerschein. Ah, nee, Quatsch, den habe ich ja hier. Warte mal, die Dings fehlt noch. Die Hülle. Kennen Sie das in Alemann? Translator in Alemann? Wir sollen nicht folgen? Hallo? So, also wir sollen folgen. Jetzt hat irgendjemand meine Hülle versorgt heute. Nicht die da noch? Nicht die hier noch irgendwo vorne rechts? Nein, ich sehe das. Auf dem Bau, auf dem Boden raus. Gut, also wir folgen den Leuten. Okay, also ich hoffe, dass sie Polizisten sind. Allerdings, den Weg zur Grenze. Also, zwar müssen wir jetzt hier vorne die übernächste rechts rum. Jetzt geht das Prozedere wieder los hier. So, jetzt gehen wir darüber. Migration. Aber eigentlich müssen wir uns ja noch ausstempeln. Ach man. Na, mal gucken, ob wir richtig sind. Ausgestempelt sind wir schon mal. Jetzt warten wir nur noch, dass wir hier diese Autopapiere ausgestempelt kriegen hier. Die Kinder, die haben Langeweile. Und ja, wir warten jetzt hier, dass die Schalter aufmachen, weil die machen nämlich erst um 10 auf. So, jetzt fahren wir hier durch die Migration durch. So, jetzt haben wir hier nochmal Chayelle direkt hinter der Grenze stehen. Gleich einer an der Grenze beim Ausgucken. Irgendwann musst du jetzt hier gerade noch bezahlen. So, also habt einen nice Trip, den haben wir. So, jetzt fahren wir hier über die Brücke rüber. War vielleicht die Brückenmaut gewesen oder so, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt gerade bezahlt haben. Irgendwas stand im Internet mit einer Brückenmaut, die man noch bezahlen muss. Aber vielleicht kommt er nur wieder auf der anderen Seite. So, gut, jetzt hier Schiff Guatemala. Und jetzt hoffen wir mal, dass es auf der anderen Seite funktioniert hier alles. Mit dem Hund und so. Das müssen wir nämlich wieder zurück. Ja, Mama, die bleibt dann mit den Kindern drüben, ich fahre dann zurück. Mach dann hier noch eine Woche Urlaub. Wir sehen uns dann am nächsten Übergang. So, jetzt ist hier der dicke Grenzfluss. Da hinten wird die Wäsche braun gewaschen. So, Viva Mexiko. Nee, wir brauchen keine Hilfe. So, jetzt sind wir drüben. Und jetzt Vollgas. So, gut, ich mach mal aus, weil es ist nicht lieb hier gesehen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, weiß ich jetzt da rechts, wir geradeaus. Okay, durch das Tor konnten wir jetzt gerade fahren. Ja, ich weiß es nicht hundertprozentig, wie das hier funktioniert. Mann, wieso steht mir doch immer bei diesen Ländern nirgends mit dran, ey? 140? Was? Warte mal, ich glaube, ich muss aussteigen. Naja, jetzt hier. Thank you.
Okay, also das war jetzt hier gerade zum Desinfizieren vom LKW. Da sind selten an hier hinten. Sind die Fenster noch nicht, naja, ich sehe rein. So, jetzt sind alle Tiere weg an unserem Auto. Sehr schön. Alter. Nee. Oder man weiß auch nicht, was das ist. Nur wir parken jetzt hier vorne einfach erstmal und dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Willst du noch einen Schluck trinken? Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. So, jetzt haben sie uns doch direkt beim Ausstellen gleich nach dem Hund gefragt. Er hat jetzt hier gerade meinen Heimtierausweis, meinen internationalen, in der Hand. Und das Tita-Ding. Ja, mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Eieiei. Mama hat schon schlechte Laune, guckt sie ja, euch an. Ich hab mich ja gekümmert. Ja, wir waren wieder der Scheiße, Meinung, dass wir das so machen. Wollte. Ich Hund, ja, ich wollte eigentlich meine Freundin nicht mitnehmen. Also die checken jetzt hier irgendwie die Dokumente nochmal. Also haben uns jetzt irgendwas gesagt mit, dass das irgendwie nur 15 Tage. Oh, diese Kinder, dass das irgendwie maximal 15 Tage alt sein darf. Aber die checken das jetzt hier irgendwie, weil das checken wir uns erstmal hin. Also die haben jedenfalls gesagt, wir sollen es erstmal einchecken. Übrigens diese Karten jetzt ausfüllen hier und sind die Touristenkarten, wird dann hier unten abgerissen. Das kriegt man in seinen Pass drin gemacht, mit einem Stempel zusammen. Das ist das Ding hier vom Auto, was wir ja schon haben vom letzten Mal. Das ist ja 10 Jahre gültig und hoffen wir. Ja, das müssen wir jetzt hier alles machen und jetzt müssen wir hier vorne Immigration bezahlen. Da tippt sie alles nochmal in den Computer ein. Die Kinder toben da hinten und dann sind wir hoffentlich fertig. Ne, dann müssen wir da rüber nochmal, dann kriegen wir einen Stempel und dann fertig, Gott. So, der Mann hier, der da sitzt, ist übrigens vor uns dran. War gerade nochmal draußen in den Rauch. Ach, ich weiß nicht, was er gerade macht, kontrolliert seine Papiere. Naja, gut. Aber wenigstens ist es leer. Also wir können uns jetzt nicht drüber beschweren, dass wir jetzt hier noch in eine Schlange mit 20 Leuten stehen. Oder dass es, so wie vorausgesagt wurde, niemals am Sonntag über die Grenze gehen. Ja, niemals sonntags über diese Grenze fahren. Der Ehen hat wohl irgendwie 2 Tage hier verbracht. Also da fehlt es relativ schnell. Noch haben wir nicht alle geschafft hier, nee. Weil Lani ist noch nicht drin. So, also wir fahren jetzt zurück nach Guatemala. Wir haben jetzt unsere ganzen Papiere fertig, alles bezahlt, alles gemacht. Stundenlang darum gewartet, bis der Typ uns draußen gesagt hat, das geht nicht mit dem Hund. Obwohl er uns vorher reingeschickt hat, wir sollen erstmal alles machen. Der hat doch vorher gesehen, dass die Papiere nicht richtig sind. Ey, das kotzt den an, ja. Jetzt irgendwie 2 Stunden an dieser beschissenen Grenze gestanden haben und diese ganzen Papiere gemacht haben. Der hätte ja uns doch gleich sagen können, nee, dann müsst ihr wieder zurückfahren. Dann hätten wir nämlich auch zu irgendeiner anderen Grenze fahren können. Dann hätten wir jetzt ganz in Ruhe jetzt hier irgendwie uns in der Stadt hier jetzt was gesucht oder in der nächsten Stadt oder in der nächsten Stadt und wären halt eben Grenzübergang weiter hochgefahren. Das wäre kein Problem gewesen. Jetzt haben wir den ganzen Scheiß hier gemacht und das können wir uns hier nochmal überall anstellen. Das ist etwas mehr einfach nervt. Und ich hoffe, dass die Leute uns jetzt hier vorne noch kennen und dass sie einfach sagen, ja, hier vorne ist ein Tierarzt, da geh mal hin oder so. So. Mann, ey, ich könnte abkotzen, ey. So, nach gefühlt 2 Stunden durch die Stadt laufen, hier steht die Elise im Duty-Free-Bereich, zum Glück immer noch. Laufe ich jetzt hier über die Grenze und hoffentlich hält mir jetzt hier keiner an. Ich bin ja quasi illegal noch hier. jetzt bin ich gleich drüben. Und zwar, habe ich jetzt hier ihn getroffen, der hat mich jetzt hier zum, erst zu so einem, zu so einem Tierladen geschleppt. Die hat gesagt, nee, brauche ich das und das. Dann sind wir irgendwie zu so einem Tierarzt gelaufen, der auch in so einem Tierladen war. Der sagte, nee, brauchst du das und das. Dann sind wir zu eben Kopi-Shop gelaufen, beziehungsweise zu unserem Bekannten in so einem Hinterhof von ihm. Der hat dann alle per Hand eingetippt, den Namen vom Tierarzt und alles. Hat quasi per Hand ein Dokument geschrieben. Und mit dem ganzen Zeug sind wir dann wieder zurück zu dem kleinen Laden da von dem Tierdingens. Und die hat uns einen Stempel vom Tierarzt.
Tierarzt drauf gemacht und die Unterschrift vom Tierarzt. Und jetzt sind wir die ganze Strecke wieder zurückgelaufen. So, und ich hoffe, dass das jetzt reicht. Jetzt muss ich erstmal ganz schnell was trinken, dann drehen wir um und fahren wieder zurück und hoffen, dass dem Mann das reicht. Hast du alles? Schnauze voll für heute. So, also meinen Helfer habe ich jetzt hier nicht wieder gefunden an der Grenze. Der übrigens aussah wie von Sunny Crockett, der Boss in Miami Vice in der Serie. Den hat das jedenfalls nicht gereicht. Den Idioten da. So ein korruptes Scheiß Mexiko, ja. So viele Hunden haben wir geholfen. Und die wollen hier unbedingt so ein ganz bestimmtes Dings haben, irgendwie, keine Ahnung. Also die wollen Zecken- und Parasitenimpfung-Nachweis haben und das haben wir so ja auf Spanisch, also es steht alle drin in unserem Ausweis, keine Ahnung, das reicht ihm nicht. Der will einen ganz bestimmten Zettel vom Tierarzt haben mit Stempelunterschrift und so weiter, haben wir nicht. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das hier herkriegen soll, also im schlimmsten Fall müssen wir hier alle die kompletten Grenze-Scheiße alles nochmal machen und zurückfahren und alles nochmal neu bezahlen. So, jetzt laufe ich wieder zurück nach Mexiko, also so oft halt an jedem Tag, war ich noch nie in verschiedenen Ländern gewesen, mit dem anderen Laden. Er hat mir gesagt, dass es hier keinen Arzt gibt. In dieser Stadt gibt es keinen Arzt. Halt wieder nur 2 Stunden in die andere Richtung. Und ist laute Musik. Sonntagsdisco. Er meinte, ich soll mit dem Boot über den Fluss fahren mit dem Hund. Meine Freunde mit dem Auto. Halt so rüber und ich mit dem Boot, mit dem Hund. Ist das zum Kotzen, ja? Da redest du in Mexiko permanent an irgendwelche korrupten Bullen. Sorry, anders kann ich es nicht mehr ausdrücken. Ja. Und wir sind hier nun tatsächlich an die 2 geraten, die nun alle ganz genau nehmen müssen. Das ist ja zum Brechen. Also selbst in Belize haben sie gesagt, ja gut, komm, dann machen wir das hier. Ja, da haben wir zwar ein bisschen mehr bezahlt, aber... Sache, also wirklich, das mich ankotzt, ist ja einfach bis zu der. Wir haben es ja vorher gewusst. Also entweder klappt oder klappt nicht. So, nur hat es nicht geklappt. Aber dass sie uns diesen ganzen Scheiß hier an der Grenze noch vorher machen lassen, ja. Die hätten wirklich dahin fahren brauchen. Die hat sofort nach dem Hund gefragt und hat die Papiere gesehen. Ja, ja. Geh mal erstmal rin und macht eure ganze Einreisekacke. So. Das hätten wir uns alles sparen können. Hätten wir sagen können, gut, komm, wir fahren wieder zurück, holen uns einen Stempel in Guatemala nochmal, fahren dann hoch an die nächste Grenze, irgendwas, bis ich, das ist ja nicht weit weg. Und in der Zeit hätten wir uns dann morgen früh irgendwie einen Tierarzt gesucht auf der Strecke. Oder sonst was, wäre alles kein Thema gewesen. Ja, hier machst du den ganzen Scheiß und sagt da, ja, hier holst du dir das schnell von da drüben, ist ja überhaupt kein Problem. Dann gehst du, dann reichet den nicht. Ja, hier ist er nochmal zurück, haben sie alle zu. Und dann sagen sie dir, nee, können wir sowieso nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Vor allem ist es schon um 3. Wir wollen schon längst irgendwo schön irgendwie unterm Wasserfall liegen. Mann, ist das brechen. Ja, viva Guatemala! Bin heute schon das 4. Mal in Guatemala. Oder 3. oder 5. Also der Mexikaner hat die Lani nicht drin gelassen, deswegen fahren wir jetzt wieder zurück. Der Dude dabei ist, ich kenne schon die Strecke nach Guatemala. Ja, und jetzt versuchen wir da einfach in Guatemala wieder einzureisen und uns den ganzen Papierkram da für die Lani irgendwie hier in der Stadt zu holen. Jo. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier auch nochmal Fumigation bezahlen. Nee, zum Glück nicht. Die waren verständnisvoll. Da passen wir nicht durch rechts, wa? So, Schnauze voll. Also jetzt nochmal hier nochmal einreisen, LKW nochmal neu machen, alles. So. Also die Frau in Mexiko sagte, naja, nee, wir brauchen uns nicht extra ausstempeln für die 1-2 Tage. Dann kommen wir halt so zurück. Er jetzt hier gerade sagt, ohne ausstempeln kommen wir in der Guatemala. Und das Problem ist, wir haben hier jedes Mal irgendwie so eine 500 Meter lange Brücke, wo man bezahlen muss. Langsam kriegen Hals. Oder wir übernachten einfach hier, hier ist sicher. Und dann hängst du hier zwischen der Grenze oder was? So, ich laufe jetzt nochmal
jetzt übrigens schon um 4 fast. Nur jetzt nochmal nach Mexiko, um unsere beschissenen Papiere auszustempeln. Also die Schnauze voll hatte ich ja schon am Anfang. Und ganz ehrlich, ich hätte jetzt so richtig Bock. Nee, an der Stelle sage ich es hier lieber nicht und schneide draus. Ich mir so die Fresse voll habe jetzt. Nur von diesen scheiß Bienenzollwichsern. Mexiko, yeah, yippie. So, jetzt bin ich ja gerade hier ein bisschen ausgerastet an der Grenze. Jetzt wollte die nochmal Geld haben, dass ich durch darf. Weil innerlich von dem anderen weh ist. Jetzt sind wir gleich raus aus Mexiko. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob wir nicht doch nach Panama fahren. Hab ich die Schnauze voll. Also komm hier sicherlich nicht an diese Grenze zurück. So, jetzt haben wir nämlich keine... Jetzt haben wir die Geld nämlich nicht zurückgekriegt, was wir hier gerade bei der Einreise bezahlt haben, die 170 Dollar. Wenn alle gleiche Bus. Ich einfach mit dem Hund da mit so einem Boot rüberfahren. Und fertig. Geht mir einfach auf den Sack. Und das ist der eine wieder nicht vom anderen Wes. Nee, ist kein Problem, einfach rüberzufahren. Natürlich ist das ein Problem, weil du ohne Stempel ja nicht rauskommst. Beziehungsweise nicht rinnen. Klar können wir einfach durchfahren. So, hält uns der nächste Polizist an, sind wir illegal im Land. Das sind so eine Geschichten, an die erinnert man sich später. Und nicht an den 15. Wasserfall. Die mit die 170 Euro darf ich der Dame ja nicht erzählen. Komisch alles, komisch. Wir sind gefangen. Wir sind gefangen. Ja, wie Tom Hanks auf dem Flughafen. Wir können hier nicht, einreisen und wir können in Mexiko nicht einreisen. Und es ist Matthias seine Schuld in dem Hund. Weil wir können ja jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ich will auch nicht in die andere Richtung. Jetzt gerade nicht. Nee, weil er gestänkert hat. Ja, die kennen mich da alle. Aber später stänkern ist ja auch blöd. Aber komischerweise eingereist sind wir ja. Also wir haben ja jetzt so die Stempel von uns. Haben wir ja. Auch schon wieder, sind wir so. Komischerweise. Hat der vielleicht vorhin auch schon nicht aufgepasst. Wir sind auch nicht. Keine Ahnung. Bobby Tom Hanks im Flughafenstein. Vor allem bin ich vorhin auch schon 5000 Mal illegal hier durch die Stadt gelaufen. Oh Mann. Und vor allen Dingen ist es jetzt wie spät? 4, halb 5? Also ich meine, ich bleib auch hier vorne unterm Dach stehen. Mir ist das auch egal. Bis morgen. Ja, wir waren 5 Stunden jetzt hier. Bis morgen früh. Komm, Hoppi, rüber. So, also irgendwie begreife ich es nicht. Die wissen ja alle nicht voneinander. Fehlen mir die Worte. Hier vorne sind wir jetzt gerade emigriert quasi. Wir haben unseren Stempel gekriegt, alle. Da hat keiner irgendwas gesagt, ja. So, jetzt wollen wir da unser Auto anmelden, hat auch keiner was gesagt. Jetzt ging das bloß noch ums Bezahlen. Man, diese Scheiße hier wieder irgendwie an irgendeine Bank überweisen muss. Total unsinnig, ja. So, Banken haben natürlich zu heute. So. Da ging es eigentlich nur darum, irgendjemanden zu finden, der uns das bezahlen kann. So. Und irgendwie fragt die denn, was ist denn mit ihm mal drauf gekommen? Ach, wir sind ja heute erst ausgereist. Ja, dann können wir ja nicht einreisen. Und zwar nicht nur heute nicht, sondern 90 Tage lang nicht. Und in Mexiko lassen sie uns auch nicht einreisen. Jetzt stehen wir hier dazwischen. Die sagen, ist uns doch real. Die auf der Seite sagen auch, ist uns doch real. Und ich sag dir eins, wahrscheinlich werden wir da drüben jetzt auch ja nicht einreisen können, weil wir erst ausgereist sind. Oh, da kriegen Hals. Aber stehen bleiben können wir jetzt hier auch nicht. Also ich weiß ja nicht, wie die sich das denken. Ich weiß das einfach nicht. Wir können hier nicht stehen bleiben und wir dürfen aber auch nicht rein und nicht raus. Also irgendwie geht mir gerade total auf den Piss. Das ist der eh nicht. Die hätten wir uns doch in Mexiko schon sagen müssen, wenn er heute da ausgereist hätte in Guatemala, könnte er aber 90 Tage nicht einreisen. Wissen die denn nicht alle nicht voneinander? Diese Inkompetenz regt mich einfach auf, ey. Das regt mich einfach auf. So, also ich stehe jetzt hier immer noch so halbwegs ratlos. Jetzt hat hier der Zollbeamte, der versucht hier gerade alles irgendwie, ob noch irgendwas geht. Die haben mir gesagt, pass auf, wir brauchen hier noch 2 Tage im Land, um die Papiere zu holen. Irgendwie sind sie aber auch nicht so richtig damit einverstanden. Jetzt hat er ihn gerufen, der würde die Lani mit dem, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, was der andere gesagt hat aus dem Laden, der würde die Lani mit dem Boot rüberbringen. Das Problem ist halt,
wir können nicht, wir können heute nicht mehr nach Mexiko zurück. Und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob es morgen geht. Also ob die uns morgen drin lassen. Also heute wäre das wahrscheinlich dasselbe Problem wie hier gerade. Nur, dass sie halt in Mexiko diese 90 Tage nicht haben, sondern da kannst du halt, da haben sie alle gesagt, reiben, fährst du jeden Tag nach Guatemala und dann fährst du wieder zurück irgendwie. Aber nicht nur jeden Tag, ich glaube, das ist eine Woche oder so. Aber ja, die Frage ist halt, wenn die jetzt halt hinten an der Grenze stehen und die sagen, nee, geht nicht und die Lani sitzt auf dem Boot, ja. Also, ich habe jetzt keine Ahnung so richtig. Er ist jetzt nochmal losgefahren, musste sich irgendwie umziehen. Die stehen immer noch hier, es wird schon dunkel. Die sind extra früh losgefahren heute. Um 9 waren wir hier. So, jetzt haben wir 17.30 Uhr. Die haben jetzt hier irgendwie nochmal besprochen. Und zwar würden die das jetzt so machen, dass die quasi wir eine Vollmacht auf Nicole ausstellen, dass die Nicole mit dem Auto fahren darf. Und dann geht anscheinend irgendwie die Einfuhr. Was das für ein Unsinn ist, verstehe ich allerdings auch nicht, weil eigentlich geht es ja darum, dass wir ja nicht 90 Tage ein... Es geht doch nicht darum, dass das Auto nicht 90... Wir haben noch die Stempel. Wir sind doch schon drin. Ja, also wir sind schon eingestempelt. Wir dürfen nach Guatemala, aber uns wurde die Einreise entzogen, haben sie ja mal gesagt. Aber gab keine Papiere darüber? Nee, ich weiß ja nicht, ob sie das in ihrem Computer irgendwo einnehmen, aber vielleicht meinen sie auch, die Einreise vom Auto wurde uns entzogen. Haben sie halt nie so richtig irgendwie. So würde das halt gehen und dann sollen wir halt irgendwie den kürzesten Weg zur nächsten Grenze nehmen und dann über die nächste Grenze fahren. Was wir jetzt sowieso gemacht hätten, weil ja da oben der Dings ist. So, warte mal, jetzt kommt wieder einer. Oh Gott, meine Haare kleben. Beiß ich die Katze in den Schwanz oder der Matthias in den Sack? Ja, guck mal, wo sind die auf die Seite von der Kamera? Dass keiner weiß, was. Und ich frage tausendmal, ob die hier nicht irgendeinen Boss haben, den man die Sache erschildern kann. Und vorhin kam hierher an und er fragt mal seinen Supervisor. Mir in Mexiko den Supervisor hätte ich mir schon gewünscht, aber da gab es anscheinend ja keinen. Dort hinten, da haben sie uns die Einreise genehmigt und hier hinterm LKW sagen sie Einreise entzogen. Aber zumindest steht es nicht im Stempel, aber es nützt ja auch nichts, wenn wir hier nicht durchkommen, wenn wir uns nicht durchfahren lassen. Ja, und jetzt geht es irgendwie nur um das Auto. Versteht nicht. Warum sollte denn das Auto jetzt nicht 90 Tage die Einreise dürfen? Weil sie doch nicht die Einzigen, die vielleicht mal ein Problem hatten, weil ein Dokument gefehlt hat. Ja. Das ist doch null. Möglichkeiten zu haben. Ja. Das ist jetzt hier kein schlechter Platz zum Übernachten, davon mal abgesehen. Ich denke, heute wird hier kein Bus den Motor laufen lassen die ganze Nacht. Ich dürfen ja nicht rein. Naja, ich aber... Auch schon gesagt. Also wir können nach Mexiko. Ja, also... Ja. Und wenn die jetzt uns in Mexiko nicht rinlassen, dann steht er mit dem Hund auf der anderen Seite vom Fluss und wir es nicht weiter, weil wir ja auch jetzt gerade keine Telefon haben. Vielleicht können wir ja, haben wir ja Zeit schon mal so Idee, vielleicht können wir das Auto ja auf meinen Namen mit übernehmen oder so. Vielleicht ist das ja möglich und so weiter. Und jetzt machen wir das quasi die ganze Zeit mit mir gedacht. Weil das wird doch nicht. Und die Papiere, die liegen alle noch auf dem Stapel drin. Also eigentlich bräuchten sie bloß zerreißen wahrscheinlich. Und sagen, ach gut, die waren ja nicht draußen. Theoretisch. Fertig. Wir gucken mal weiter. Wird hoffentlich gleich wieder einer da sein mit umgezogenen Sachen und uns für 2000 Quetzals 237 Euro ein Dokument ausstellen. Das war rinfahren dürfen. Vielleicht. So. Also, wir sind nicht in Mexiko, sondern immer noch in dieser wunderschönen, aufgewühlten, kleinen Stadt auf den Sonntag. Hier tobt der Bär. Irgendwie ist ja vorhin alles schief gegangen. Auf dem Weg. So, warte mal, den lassen wir jetzt mal erstmal durch, Colli. So. So, jetzt nehmen wir das Abenteuer. Also. Halt! Mensch, so, wir wollten mir gerade jener überfahren rückwärts hier. So,
Zuerst habe ich nämlich an diesem Bankautomat hier kein Geld gekriegt, um den Notar zu bezahlen. Dann habe ich das mit ihm eigentlich ausgehandelt. Also ihm ist ein netter Grenzbeamter, den wir da kennengelernt haben an der Grenze. Und zwar fährt er mich gerade hier mit dem Moped die ganze Zeit immer durch die Stadt, weil nämlich wir einen Notar brauchten, der uns das quasi ja amtlich beglaubigt, dass Nicole jetzt mit dem LKW fahren darf. Und dieses Papier brauchen wir, sonst muss der LKW 90 Tage da stehen bleiben. Dass ich das morgen früh bezahlen kann bei ihm und er das auslegt sozusagen. Dann waren wir bei dem Notar zu Hause, aber der Notar war nicht zu Hause. Oh, morgen früh. So, dann nochmal diskutieren mit die Zöllner, brachte alles nichts. Und dann sind wir, Vorsichtshemmi, Telefonleitung. Ja, jetzt haben wir ein Hotel gesucht. So, denn das erste Hotel, das war schön, aber ohne Hund. Dann haben wir noch zwei andere Hotels gesucht, mit Telefonieren die ganze Zeit beim Moped fahren. Ich bin jetzt seit hinten bei ihm mit auf dem Moped gefahren, so wie die hier alle. Ich bin kein Newton mit Fahrer. Jedenfalls bei Mopeds. So, dann, die anderen Hotels waren jeweils auch immer nicht so richtig und der Chef, der kam immer nicht raus und sagte, ob das geht jetzt hier mit Hund oder nicht. So, Ende vom Lied, das ist sowieso schon um 8 Uhr. Lani pennt von 8 bis 10 Uhr frühs. Das Auto steht sicher im Duty-Free-Bereich. Da kommt keiner hin. Alle Kamera überwacht. Wir haben jetzt die Lani da gelassen. Ich gehe morgen früh um 6 Uhr wieder hin da zur Lani und gehe mit ihr spazieren. Um 9 Uhr treffe ich mich hier am Hotel mit dem Mann. Dann machen wir das beim Notar nochmal klar. So, jemand vorbei. Machen wir das bei dem Notar noch mal schnell klar, hoffentlich, dass die Nicole mit dem LKW fahren darf. Und dann ist eigentlich bloß irgendwie, also wahrscheinlich wird sowieso ich fahren. Das ist einfach nur so, dass sie halt in den Papieren steht, dass sie den LKW sozusagen einführen darf. Und ja, dann fahren wir morgen hoffentlich. So, warte mal, theoretisch, jetzt der Colli. Und dann fahren wir morgen zum Tierarzt. Theoretisch könnten wir halt auch morgen den Hund über den Fluss bringen lassen, aber wir wissen halt nicht, ob wir morgen nach Mexiko kommen und so weiter. Das ist alles zum Kotzen. Und so, jedenfalls sind wir hier am Hotel. Das ist bitte hier. Und da gehen wir jetzt rüber. So, alle rüber, schnell, grün. Und dann ja, sind wir fertig. So hier gab es was zu trinken. So, gut, wir sind hier. So, also das Hotel ist schon mal schön. Also da haben wir jetzt erstmal keinen Fehler gemacht. Wie gesagt, die anderen, die sahen aus wie von außen schon. Da willst du nicht mal anhalten. Gut, also. Hier bis morgen früh und dann. Ja, so. Und die Lani, die ist. Die tut mir gerade ein bisschen leid. Lani ist beim LKW. Die passt auf den LKW auf, genau. Und die hole ich morgen früh um 6 Uhr, hole ich die. Beziehungsweise morgen früh um 6 gehe ich hin. So. Morgens 6:30. Bin heute ganz früh aufgestanden, hab die Lani zum LKW gelaufen, hab die Lani rausgeholt. Jetzt gehen wir mal schnell hier ein bisschen im Grenzbereich spazieren. Dabei sind auch noch alle gleichen Beamten da wie gestern Abend. Sonst wäre ich jetzt hier einfach, wenn ich nochmal versucht, den LKW einfach anzumelden. So, also ich habe jetzt das mit ihm alles mit dem Notar gemacht. Unterschrieben, bezahlt, den ganzen Kram. Jetzt ist Nicole, hat Nicole unterschrieben, also wieder zurück zum Hotel. Jetzt fährt Nicole mit ihm zur Grenze. Ich war auch gerade noch mal bei ihm, mit ihm bei der Grenze gewesen, um so einen Stempel noch mal holen. Jetzt
ist eher mit Nicole gerade zur Grenze gefahren und dann macht sie da hoffentlich die Einreise jetzt für den LKW klar. Und dann können wir zum Tierarzt fahren. So, und jetzt bleiben wir hier vorne noch mal kurz stehen, weil ich glaube, ich muss noch ein bisschen Geld abholen. So, warte mal kurz, Colli. Muss hier noch mal rein in den Automaten. Geht mal hier rein. So, also wir haben jetzt hier so gut wie alle durch. Der nette Mopedfahrer sitzt draußen noch und wartet. Er will sein Geld erst haben, wenn wir alles erledigt haben. Und ja, also bezahlt ist jetzt alles. Jetzt warten wir nur, dass wir die Papiere kriegen. So, da ist der Pass zurück. Da ist der Führerschein zurück. Jetzt muss nämlich Nicole fahren. Also wir sind 5 Meter gefahren, wurden angehalten. Und Nicole hier. So, also er kontrolliert das gerade nochmal alles. Ob wir wirklich, ob die drin alles richtig gemacht haben, kontrolliert er jetzt nochmal. Witzig. So, liebe Leute, und das war's mit dieser außergewöhnlichen Folge. Und dann, ja, wie weiter jetzt? Seht ihr beim nächsten Mal, ob wir denn die Grenze schaffen. So, aus Basta und vorbei. Finn, adios und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken.